Wenn wir die Chance synthetischer Kraftstoffe nehmen würden, könnte man groß denken, bei Heizungen, beim Flugzeug, beim Auto. Man könnte auch mal global denken. Die Desertec-Initiative ist seinerzeit gescheitert, auch an physikalischen Fragen. Man kann eben aus der Wüste nicht ohne weiteres mit Leitungen Strom in den Norden bringen. Aber möglich wäre es, in Afrika mit erneuerbarer Energie synthetische Kraftstoffe zu produzieren, die wir dann über die übliche Infrastruktur in Deutschland, Stichwort Tankstelle und Pipeline, verteilen können. Wohlstand dort, Klimaschutz bei uns in der globalen Perspektive. Wo ist ein solches Denken? Wo ist ein solches Denken? Wir reden hier über eine Menschheitsaufgabe. Und wie kleinteilig aktionistisch wirkt dieses Programm angesichts der Dimension, über die wir sprechen?